Ah ja, okay, Deutsch. CCC. Let's go. Ich muss am Anfang immer kurz checken, welche Sprache das Video ist, was ich rausgesucht habe. Und ja, let's go. Wir spielen mal wieder hier auf Lasergruppenland, dem Vanilla-Anarchie-Server mit der Domain silicon.com. Wir haben tatsächlich Spieler online zurzeit. Wilde Sache auf jeden Fall. Ja, und dann würde ich sagen, heute mal keine lange Einleitung. Wenn ihr wissen wollt, was das für ein Server ist, schaut irgendein anderes Video auf diesem Kanal an. Gerade in den letzten paar Videos habe ich echt lange Einleitungen gemacht. Also es ist halt einfach ein Anarchie-Server, Vanilla, keine Regeln, keine Plugins, keine World Resets, bleibt lange Zeit online. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, let's get started und wir schauen heute ein Video von der Media CCCD mal wieder. Ich kann euch nur empfehlen, das Video selber anzuschauen. Also ich werde das Video auf jeden Fall in der Beschreibung verlinken. Sonst könnt ihr es finden über mediaccc.de. So heißt der YouTube-Kanal mit dem Videotitel 35C3- die verborgene Seite des Mobilfunks. Ja, genau, also falls euch das interessiert. Ich habe irgendwie das Gefühl, kann es sein, dass die Schalker-Boxes irgendwie den Client laggen oder so, aber irgendwas in dem Chunk, wilde Sache. Genau. Das wird jetzt ein bisschen langweilig, weil ich jetzt einfach hier nur diesen Graben ausheben werde, während ich mir ein Video anschaue. Also falls euch der Server interessiert, schaut auf den Server. Falls euch das Video interessiert, schaut das Video an. Genau, dann bin ich jetzt hier erstmal raus und dann sehen wir uns im Outro wieder. Domain, natürlich einmal hier noch kurz beworben, ist immerhin ein Werbevideo, silihun.com, aktuell die Adresse, auf die ihr euch verbinden wollt in Minecraft. Wir hatten ja vorhin hier einen Wissenschaftstalk, jetzt kommt der Mystery Talk. Es nice. Ist was Wahnsinniges passiert, auch man muss das einfach mal sagen, also unser nächster Speaker, der Peter, der arbeitet bei der Telekom und der war pünktlich da, also mit ihm auf der Einladung. Techniker ist nicht nur informiert, er ist auch anwesend und er ist informiert und wird die Informationen weitergeben. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass ich heute mitgeteilt bekommen könnte, woher das kommt, dass ich immer nur Edge habe. Er sagte, ich soll einfach zu seinem Unternehmen wechseln, dann wäre das besser. Er weiß, wo er arbeitet. Tatsächlich geht es aber um die Sachen, die wir im Telefon nicht sehen. Also wir sehen normalerweise auf unserem Screen im Telefon so 2 Balken, 3 Balken, LTE, keine Daten kommen an und wundern uns wie blöde. Peter Schmidt kann erklären, warum wir uns wie blöde wundern. Es liegt nämlich nicht an den 3 Balken, sondern an was ganz anderem. Bitteschön. Ja, danke erstmal für die Einführung und für die Einladung. Mein Talk geht über den Mobilfunk und hier insbesondere um die Luftschnittstelle und davon wiederum der physikalische Layer und von dem physikalischen Layer insbesondere der Uplink, also der Weg vom Mobiltelefon zur Basisstation. Ich arbeite seit knapp 30 Jahren in dem Bereich. Ich habe alles mitbekommen bis auf das A-Netz. Da war ich noch zu jung zu, habe also C-Netz, D-Netz, LTE, alles durch und alle Zwischendienste auch noch. Und habe also in meiner Laufbahn doch einiges mitbekommen, dass der Uplink ja, so ein kleines verkanntes Genie ist. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, was ist eigentlich der Uplink? Der Uplink bezeichnet
letztendlich den Weg von der Mobilteil zur Basisstation. Im Gegensatz dazu gibt es den Downlink. Der Downlink geht von der Basisstation runter zum Mobilteil. Ja, der Mobilteilnehmer sieht dann 5 Balken, 4 oder 3 oder weniger. Das ist schon mal eine gute Aussage, nämlich wenn ich ein paar Balken sehe, dann heißt das ja, dass zumindest meine Basisstation schon mal in meiner Nähe ist. Schon mal nicht grundverkehrt. Jetzt muss allerdings dann das Endgerät auch noch irgendwie zurück zu der Basisstation. Und das Ganze nennt man Uplink. In unseren Frequenzbereichen, die wir hier in Deutschland und in Europa haben, sind in den meisten Fällen diese beiden Bereiche frequenzmäßig getrennt. Ja, die Basisstation sendet in der Regel im oberen Frequenzbereich. Das ist jetzt mal ein Beispiel Band 8, GSM 900. Hier ist der obere Frequenzbereich von 900 MHz. Da sendet die Basisstation. Und in dem unteren Bereich, der Frequenzbereich, also wir haben ein Unterband, ein Oberband oder heutzutage auch Uplink und Downlink genannt, der Praktikabilität halber, das sendet das Endgerät. Wir haben also, wenn wir von einem Kanal sprechen, bei GSM zumindest korrespondierende Kanäle, bei LTE haben die dann wieder andere Kanalnummern, weil dort Uplink und Downlink die beiden Frequenzen variabel sind. Die sind also nicht so fest wie bei ehemals GSM 900, dass der Kanal 1 den Kanal, sorry, der ist hier, der erste Vodafone-Kanal beschreibt im Downlink und gleichzeitig den ersten Kanal im Uplink, der hier an dieser Stelle liegt. Wir haben natürlich noch ein paar mehr Frequenzbereiche. Kann man sich bei der Bundesnetzagentur runterladen. Da sind noch nicht die Frequenzen dabei, die nächstes Jahr für 5G verstärkt werden, sondern das sind die, die aus den aktuellen gelaufenen Auktionen gültig sind. Das sind sehr viele. Ja, 700 MHz ist das erste, 800 MHz, das ist so der ursprüngliche LTE-Frequenzbereich, wo man mit LTE angefangen hat. Der 900 MHz-Bereich, wo klassisch GSM drauf lief. Dann ein Band 32, 1,5 GHz. Dem fehlt der Uplink. 1,5 GHz gibt es nur einen Downlink-Kanal. Das hat einen Grund, nicht weil man den Netzbetreiber und die User damit ärgern möchte, sondern man muss sich vorstellen, dass ein Endgerät, so ein Smartphone, ja nicht nur Telefonie kann oder Daten kann, also diese ganzen Bänder unterstützt, sondern auch GPS-Empfänger und andere Sachen noch hat. Und wenn ich in diesem 1,5 GHz Band senden würde bei dem kleinen Endgerät, dann würde das den integrierten GPS-Empfänger auf jeden Fall stören, weil der liegt bei 1,5 ein bisschen was und bei 1,7 glaube ich. Deswegen gibt es da keinen Uplink, also das Endgerät kann dort nicht senden. Dieser Frequenzbereich ist nur nutzbar mit Carrier Aggregation, wenn ich also eine bestehende Verbindung auf einem anderen Frequenzband habe. Dann kann das dann, dieses 1500er Band, dazugenommen werden, um die Downlink-Raten zu erhöhen. Dann haben wir die alten 1800er, 2 GHz, das ist eigentlich UMTS in Deutschland, der Frequenzbereich, der vorwiegend für UMTS benutzt wird noch, 2,4 und 3,5 GHz Band 22. Wer sich dafür interessiert, kann sich das bei der Bundesnetzagentur runterladen. Jetzt haben wir erstmal ein kleineres Problem. Die Symmetrie, Uplink-Downlink-Symmetrie, Mobilfunk ist kein Broadcast-Dienst, also wir machen keinen Rundfunk am Fernsehsender. Ja, die können ja mit 5 kW laufen oder 10 oder 500, das ist nicht weiter schlimm. Bei uns müssen wir eben darauf aufpassen, dass wir nur so viel Leistung auch abstrahlen, dass das Endgerät nämlich wieder zurückkommt. Und das Endgerät macht keine 5000 Watt. Ja, das macht nämlich erheblich weniger, vielleicht 1 Watt. Dennoch haben wir eine kleine Diskrepanz. Wir haben eine Basisstation, die sendet in der Regel mit, ich nehme jetzt mal als Beispiel GSM, für andere Frequenzen oder andere Dienste ist das analog, aber mit GSM, so einen Kanal kann man sehr schön rechnen. Der senden wir normalerweise so mit 10 Watt Top-of-Cabinet aus, dann kommt eine Kabeldämpfung dazu, Antennengewinn, kommen wir gleich zu.
Und das Endgerät hat dann eine Empfängerempfindlichkeit etwa von minus 100 dBm. Kann allerdings jetzt gar nicht mit 10 Watt zurücksenden, weil so einen starken Sender hat das Ding gar nicht, sondern sendet allenfalls vielleicht mit. Ja, und diese Differenz muss ich jetzt irgendwo auffangen. Die muss ich kompensieren. Ich muss ja hinkriegen, dass die Symmetrie gegeben ist. Und das tut man in der Regel mit einer erhöhten Empfängerempfindlichkeit am Ort der Basisstation. Ich habe das Bild gleich nochmal. Jetzt habe ich schon angefangen mit dB und dBm. Ich glaube, nicht jeder kann jetzt direkt was damit anfangen. Wir als Techniker reden gerne in dB und dBm, weil wir nämlich nicht nur mit Leistungen im greifbaren Bereich, ja so 10 Watt, 100 Watt, was zu tun haben, sondern auch mit extrem kleinen Leistungen. Halt an den Empfängern der Basisstationen liegen ganz, ganz kleine Signale an. Und wenn ich die dann mit Femtowatt oder Attowatt beschreiben würde, dann könnte sich keiner so richtig die Dimensionen vorstellen. Deswegen reden wir sehr gerne in dBm. Das M dahinter bedeutet, wir haben eine Leistung, die sich auf ein Milliwatt bezieht. Ja, ein Milliwatt, ich nenne es mal den Laserpointer. Ein Milliwatt sind 0 dBm. Das Zehnfache von einem Milliwatt sind 10 dBm oder 10 Milliwatt. Das Hundertfache, die 2 ist also die Zahl der Nullen, sind dann 100 Milliwatt. Das Tausendfache. Hier das 10.000-fache, das 100.000-fache von einem Milliwatt. Und das Ganze geht auch im negativen Bereich. Ja, ein Zehntel, ein Hundertstel, ein Tausendstel, ein Zehntausendstel und so weiter. Das dBm, ganz wichtig, beschreibt immer eine Leistung, die etwas warm macht. Ja, jetzt, wenn ich 200 Watt auf den Abschlusswiderstand gebe, dann merke ich das schon, dass das warm wird. Wenn ich das Ganze tue mit einem Femtowatt, dann wird er jetzt auch ein bisschen warm. Ein klitzekleines bisschen, ja, aber es ist dennoch eine Leistung. Das dB ist jetzt was Relatives. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Verstärker baue, der 3 dB Verstärkung hat, ja, dann würde der 1 Watt zum Beispiel auf 2 Watt verstärken oder würde 10 Watt auf 20 Watt verstärken, wenn das kann. Ja, das Ganze geht dann negativ, ein 3 dB Dämpfungsglied. Ja, dämpft halt um die Hälfte ab. Und dann haben wir noch diese so größere Sprünge, 50 dB oder 100 dB. Und diese Werte, die werden wir gleich nochmal benutzen, indem wir jetzt dieses Funkfeld uns nochmal anschauen, das wir eben gerade hatten. Und das wird jetzt noch ein bisschen komplizierter. Wir haben eine Basisstation, die hat 10 Watt Top of Cabinet, da kommt eine Kabeldämpfung dazu. Je nachdem, wo das Radio hängt, als Remote oder nicht. Ich habe immer so 2 dB angenommen. Dann kommt der Antennengewinn dazu. Der Antennengewinn, der führt dazu, dass ich nachher eine effektiv radiated Power habe. Effektiv abgestrahlte Leistung, ERP. Die ist dann etwas höher wie die Basisstationleistung, aber die ist ja nicht tatsächlich da. Das ist wie wenn man eine Taschenlampenbirne nimmt, ja, mit 0,6 Watt und bündelt den Strahl dann genau auf jemanden und der schaut sich den Strahl an und dann wird das ziemlich hell. Das ist ein Vergleichswert. Also so ein Antennengewinn bei uns würde dann, oder Mobilfunk würde dann heißen, für den Kunden sieht das aus wie 400 Watt, wenn ein Isotopenstrahler da hängen würde, also wenn es ein Kugelstrahler wäre. Ist aber keiner. Letztendlich kommen aus der Antenne tatsächlich nur 2 dB Kabeldämpfung, also weniger als 10 Watt kommt da tatsächlich raus. So, dann habe ich eine Funkfelddämpfung, 156 dB, schaffen wir so bei GSM maximal. Das sind, wenn man es ausrechnet, etwa so 1000 Kilometer. Geht jetzt schon mal nicht mit GSM, weil ab etwa 30 Kilometer, da schlägt die Laufzeit zu. Und das Endgerät sendet jetzt quasi zurück über denselben Funkweg mit 156 dB Funkfelddämpfung über die gleiche Antenne mit dem gleichen Antennengewinn zurück, auch durch das Kabel runter zu der Basisstation und kommt dann damit, wenn es halt mit einem Zehntel der Leistung sendet, auch mit einem Faktor 10 schwächer an der Basisstation an. Die Basisstation kann das empfangen.
weil wir haben am Ort der Basisstation haben wir elektrischen Strom. Wir können dort aufwendigere Empfänger bauen, ja, so einen Empfänger in einem Smartphone. Der hat eher die Aufgabe, dass er keinen Strom braucht und möglichst klein ist. Also diesen Zwang haben wir an der Basisstation nicht. Und außerdem haben wir an der Basisstation seit GSM mindestens zwei Antennen. Das sogenannte RX Diversity. Wir empfangen also das Endgerät über zwei Antennen und damit kann ich zum Beispiel unterschiedliche Laufzeiten ausgleichen. Das Ganze geht dann über Vorverstärker, Mischer, Filter, softwaredefiniertes Radio, Demodulation in den Post-Processing rein. Wie gehe ich jetzt mit diesen beiden Signalen um, die von diesem Endgerät kommen oder die ich mit meinen beiden Antennen empfange? Da gibt es letztendlich so ganz vom Groben her zwei Möglichkeiten. Entweder, also in dem Post-Processing mache ich dann einen Umschalter, der dann auf den Pfad umschaltet, wo das Endgerät noch am besten zu hören ist. Da muss natürlich jemand diesen Schalter betätigen, eine Software. Der Vorteil bei dieser Methode ist, wenn einer der Empfangspfade gestört ist, jetzt zum Beispiel ein hohes Rauschen empfängt, woher auch immer, da sehen wir gleich noch, wo es kommen kann, dann kann ich den wegschalten. Ja, das ist die Bitte. Ja. Braucht länger in einem Smartphone. Der hat eher die Aufgabe, dass er keinen Strom braucht und möglichst klein ist. Also diesen Zwang haben wir an der Basisstation nicht. Und außerdem haben wir an der Basisstation seit GSM mindestens zwei Antennen. Das sogenannte RX Diversity. Wir empfangen also das Endgerät über zwei Antennen und damit kann ich zum Beispiel unterschiedliche Laufzeiten ausgleichen. Das Ganze geht dann über Vorverstärker, Mischer, Filter, softwaredefiniertes Radio, Demodulation in den Post-Processing rein. Wie gehe ich jetzt mit diesen beiden Signalen um, die von diesem Endgerät kommen oder die ich mit meinen beiden Antennen empfange? Da gibt es letztendlich so ganz vom Groben her zwei Möglichkeiten. Entweder, also in dem Post-Processing mache ich dann einen Umschalter, der dann auf den Pfad umschaltet, wo das Endgerät noch am besten zu hören ist. Da muss natürlich jemand diesen Schalter betätigen, eine Software. Der Vorteil bei dieser Methode ist, wenn einer der Empfangspfade gestört ist, jetzt zum Beispiel ein hohes Rauschen empfängt, woher auch immer, da sehen wir gleich noch, wo es kommen kann, dann kann ich den wegschalten. Ja, da ist die Bitfehlerrate hoch, da sehe ich mein Endgerät nicht und kann auf den anderen umschalten. Letztendlich, wenn ich aber immer nur einen Antennenpfad benutze zum Empfangen, ist die Gesamtempfindlichkeit nicht so hoch. Ja, da gibt es die andere Variante, dass ich das Ganze in irgendeiner Form addiere, diese beiden Antennensignale, und die zusammenführe und damit ist die Gesamtempfindlichkeit hoch. Wenn allerdings eine von diesen beiden Antennen irgendwie ein Problem hat und eine Störung empfängt und die andere ist sauber, ja, dann geht die komplette Zelle trotzdem nicht. Das ist ein bisschen philosophisch. Der eine Systemtechnikhersteller macht so, der andere so. Der Uplink hat auch noch ein paar andere Feinheiten oder ein paar Tricks. Ein Uplink zu managen ist erheblich einfacher als wie im Downlink. Im Downlink kann ich sagen, hallo Endgerät, ich habe Daten für dich. Und dann sagt das Endgerät, ja, lass kommen. Und dann fließen die Daten. Der Node B weiß selber, was er, oder der BTS weiß selber, welche Ressourcen sie hat und kann die dann quasi einfach belegen, muss nur dem Endgerät sagen, wo es zu hören hat. Das kann durchaus gleichzeitig passieren. Ja. Im Uplink habe ich immer das Problem, mein Endgerät möchte Daten senden, möchte einen Call aufbauen, möchte irgendwas machen. So, und jetzt muss der Node B erstmal schauen, wo habe ich überhaupt Ressourcen jetzt im Uplink frei und muss diese auswählen und muss dann diese Ressourcen dem Endgerät geben. Ja, der sagt also, liebes Endgerät, bitte benutze die und die Ressourcen, die und die Frequenzen für die und die Dauer. Ja, oder ich sage dir in zyklischen Abständen, wie die Ressourcen zu ändern sind.
Wenn das Endgerät dann plötzlich mehr Daten hat oder früher fertig ist mit seinen Daten, dann muss es das auch wieder signalisieren. Also das Handling der Uplink-Ressourcen ist bedeutend aufwendiger als wie als wie im Downlink. Gut, zur Abwechslung, bevor wir jetzt auf die Störquellen kommen, ein paar Antennen von innen. Erstmal von außen, es gibt da verschiedene Antennentypen, die man mit Büffelung benutzen. Das sind diese alte Heugabelanordnung mit Rundstrahlantennen. Da hatte man auch schon zwei RX oder zwei Empfangsantennen, die waren häufig nach unten abgehangen. Weil nach oben kriegt man sie nicht runter, da wäre kein Platz für die Senderantenne gewesen. Oder so Rundstrahler, das sind allerdings Antennentypen, die findet man in freier Wildbahn kaum noch, Gott sei Dank. Weil die können keine Sektoren, die Ausleuchtung ist nicht so besonders toll. Man benutzt heutzutage Felderantennen. Und diese Felderantennen haben dann auch in einem Gehäuse mindestens zwei Antennen eingebaut. Heute sind das dann auch für mehrere Frequenzen mehrere. Und diese beiden Antennentypen oder diese beiden Antennen in diesen Feldern, die sind über Kreuz polarisiert. Man macht also RX Diversity nicht mehr über ein Raum Diversity mit zwei Antennen, die an verschiedenen Positionen stehen, sondern man macht ein Diversity über die Polarisationsebene. Wenn auf dieser Polarisationsebene noch was ankommt, dann brauche ich auf der anderen nichts mehr zu hören. Blick von innen ist, so eine Antenne sieht man normalerweise, wenn sie draußen hängt, nur mit dem Gehäuse drumherum. Es ist viel drin, ja, so Antennenelemente und Kabel auf der Rückseite. Das ist eine Multiband-Antenne, eine Dual-Band-Antenne. Diese Kästen, die da dran sind, das sind Phasenschieber, denn so eine Antenne, die soll ja nicht nur, dieser Kasten hier, die soll ja nicht nur das Funkfeld ausleuchten, sondern ich möchte die als Netzbetreiber in Zukunft dann vielleicht auch lastabhängig absenken. Das wäre so wie vorstellbar wie im Auto, wenn ich das Rädchen vom Abblendlicht drehe, ja, dann geht das hoch oder runter. Genauso kann man sich auch so eine Ausleuchtung von so einer Funkzelle vorstellen. Muss euch einfach vorstellen, ihr nehmt euer Auto mit aufs Dach, macht das Licht an, ja, und das, was hell ist, das funkt, und wo es dunkel ist, geht es nicht mehr. Also geht es schlechter. Jetzt ist Licht natürlich von der Frequenz erheblich höher und ist viel besser fokussierbar. Aber das ist so eine Antenne von innen, also es ist ein Haufen Zeug drin. Die modernsten Antennen, die haben dann halt ganz viele Anschlüsse für die ganzen Frequenzbänder. Man möchte halt auch die Windlast und das, was am Mast aufgebaut wird, möglichst gering halten, und deswegen benutzt man da Antennen mit der Möglichkeit, dass ich dort möglichst viele Frequenzbänder unterkriege. Gut, wenn ich jetzt die Zellgrößen betrachte, was wir sehen am Endgerät, sehen wir die Downlink-Zellgröße. Ja, die hat eine gewisse Ausleuchtung, das sieht der Kunde an den Balken. Ja, da habe ich es am Anfang schon erwähnt, wenn Balken da, dann ist das schon mal grundsätzlich nicht schlecht. Die Zellen sagen dann auch, liebes Endgerät, wenn der Pegel unter einen gewissen Wert fällt, das berichten diese Zellen in dem Broadcast-Channel bei GSM standardmäßig minus 106, 3G 116 und LTE 122 minus 122, dann verlasse bitte die Zelle, da ist quasi dann sozusagen das Ende des Downlinks. Das kann schon früher sein, das Ende des Downlinks, wenn nämlich das Endgerät gar keine minus 106 dBm Empfindlichkeit hat, und im wenigsten haben das, dann hört das Endgerät halt auf oder sagt, die Zelle ist hier zu Ende, wenn es den Broadcast-Channel eben nicht mehr dekodieren kann. So, und dazu passen muss natürlich jetzt auch die Zellgrenze von dem Uplink. Ja, die darf nicht kleiner sein. Wenn sie kleiner ist, dann nützt mir die Versorgung da in diesem Bereich mit dem Telefon, mit dem roten Kreuz gar nichts, die ich im Downlink habe, wenn ich nicht zurückkomme. Ja, und dieser Weg zurück, ja, der muss halt, erstmal habe ich an meinem Endgerät weniger Leistung, ja, und die Antenne hängt hoch, die kann sich irgendwelche Störungen einfangen, die schaut über ein komplettes Stadtviertel hinweg und kann sich da möglicherweise alle möglichen Störungen einfangen. Für eine konstante Störung kann man das sogar ausmessen, ein bisschen mühselig, aber man kann da so einen Wert rauskriegen
um wie viel dB der Uplink kleiner ist als der Downlink, sollte man natürlich irgendwie vermeiden. Eine gesunde Zelle hat sowas nicht, aber wenn eine Zelle irgendwie gestört ist oder irgendwas, irgendein Problem hat, dann kann der Uplink schon kleiner sein. Was dann passiert, ja, wenn ich einen Call aufbauen möchte, ja, das sehen wir hier, ich mache also einen abgehenden Mobile Originated Call, einen abgehenden Ruf. Ja, das Endgerät macht einen Access auf die Basisstation, möchte sagen, ich hätte keinen Call, aber der schlägt irgendwie viel, weil der Empfänger gestört ist, weil der Empfänger taub ist. Dann versucht das Endgerät das noch ein paar Mal. Und wenn das immer alles fehlschlägt, ja, dann, weil da keine Antwort kommt, dann gehen moderne Endgeräte her und machen einen Call-Setup über eine andere Zelle. Also der Kunde merkt das wenig, außer dass der Rufaufbau ein bisschen länger dauert. Bei Notrufen kann dann sogar das Netz gewechselt werden, also dann nicht mehr auf dem Heimnetz der Notruf abgesetzt werden, sondern über ein ganz anderes Netz. Ja, wenn da die Zelle reagiert, Acknowledge macht, dann war dann der Call-Setup erfolgreich. Also für gehende Verbindungen gibt es da so Rettungsmöglichkeiten, wenn der Uplink nicht funktioniert. Für ankommende Verbindungen sieht das ein bisschen anders aus. Ein Endgerät ist in einer Zelle, hat also die Einlog-Prozedur abgeschlossen, ist im Netzwerk bekannt, dass es in dieser Zelle ist. Jetzt gibt es ein Paging zwar über alle Zellen, aber das Endgerät hört ja nur der einen zu in der Regel. Ja, da gibt es ein Paging. Hallo, es liegt ein Ruf für dich vor. Und das Endgerät sagt, jo, lass kommen. Aber dieses, ja, lass kommen, hört die Basisstation nicht. Ja, dann wiederholen wir das nochmal. Wenn es die Basisstation wieder nicht hört, dann war es das. Dann stellt die Basisstation fest, das Endgerät war gar nicht da. Ja, das wäre natürlich der ungünstigste Fall. Der Ruf geht dann auf die Mobilbox oder wird abgewiesen. Beim Kunden klingelt das Telefon nicht. Das ist der ungünstigste Fall. Ja, wenn ein Rufaufbau fehlschlägt, kann der Kunde immer noch so die Möglichkeiten, die am Kunden zur Fehlerbehebung bieten, ja, zum ans Fenster gehen, auf den Berg klettern, Telefon resetten. Das kann er alles machen, aber bei einem ankommenden Ruf weiß er ja nie, ob der jetzt kommt, ja, und wann er kommt und ob das Telefon dann in der richtigen Position ist, dass er annehmen kann. Also da ist es wichtig, dass die Empfänger funktionieren. Kaputte Antennen können, haben auch noch so einen Effekt, dass die ein bisschen schielen, über die Frequenz schielen, den Downlink-Frequenzbereich woanders hinschauen lassen, als wir den Uplink. Dann wäre halt in diesem Bereich, hätte jetzt der Kunde vier Pegel, ja, aber die Basisstation würde eh nicht hören. Und hier hätte der Kunde keinen Pegel, aber die Basisstation würde ihn gut hören, er kann sie nicht hören. Also das sind Antennen, die irgendeinen Defekt haben, wo ein Kabel innerhalb der Antenne reicht schon, wenn das abgebrochen ist oder wenn sich das gelöst hat, reicht schon, um solche Effekte herauszukriegen. Es gibt Störungen jetzt im Uplink, handgemachte oder irgendwo aus dem Funkfeld. Ich unterscheide jetzt in diesem Vortrag zwischen externen Störquellen. Also externe Störquellen sind irgendwelche, die im Funkfeld rumstehen, wo ich als Netzbetreiber erstmal nichts dran machen kann, außer die zu suchen. Und so internen Störquellen, also irgendwie so Sachen, die bei mir in der Basisstation, in der Antennenanlage zu Problemen führen können. Ich fange erstmal mit diesen externen Störern an. Ja, wie kommen wir überhaupt als Netzbetreiber dazu, sowas zu erkennen? Es gibt da verschiedene, es ist schwierig, weil wir haben ja noch Kunden im Netz und die machen auch Traffic und die generieren auch Pegel und so weiter. Wir müssen also irgendwelche Triggers haben. Da gibt es zum einen mal die Alarmierung, wenn auf dem einen Antennenpfad mehr Send- oder mehr Empfangspegel vorliegt als wie auf dem anderen. Und das statistisch gemittelt über eine gewisse Zeit, das wäre dann ein unnormaler Zustand. Wenn ich zwei Antennen habe, die Aries Diversity machen, dann sollten die ungefähr über das zeitliche Mittel auch so ungefähr den gleichen Pegel abkriegen. Wenn wir das nicht haben, gibt es einen Alarm. Ja, das ist dann so ein Aries Diversity oder Imbalance-Alarm. Das ist schon mal das Erste, wo man als Netzbetreiber schon mal gucken könnte, was da los ist. Oder man kann das machen über irgendwelche Performance-Tests. Ja, habe ich viele Call-Setup-Fehler? Ja, habe ich
Die Modulationsschemen, die im Uplink und Downlink befahren werden, liegen die so ungefähr übereinander. Das Ganze ist ziemlich schwierig und aufwendig und ist sehr schlecht zu automatisieren. Aber viele andere Möglichkeiten habe ich nicht. Als Netzmanager ein großes oder als Netzbetreiber ein großes Netz daraufhin zu beobachten, ob jetzt eine Störung vorliegt. Wenn ich so eine Störung empfange, habe, dann gibt es einen Trigger und gibt es eine Aktion. Der Field Service wird dann meistens rausgeschickt und das soll mal gucken. Der kann das dann tun mit Spektrumanalysatoren oder mit irgendwelchen Tools, die zeige ich gleich noch. Und dann geht es an das Beseitigen der Störung. Ja, da kann man für externe Störungen die Bundesnetzagentur beauftragen, die fahren mit dem Peilwagen hier und suchen dann die Störquelle, oder man geht selbst her und jagt diese Störung. Externe Interferer sind zum Beispiel so kaputte Decktelefone oder sowas. Ich habe gleich ein paar Beispiele dafür. Erstmal kann ich an der Site messen. Es gibt, wenn ich einen Trigger bekommen habe, Field Service fahrt dort raus. Es gibt einige Systemtechnikhersteller, die so ein 8-Spektrogramm haben, wo ich mit dem OMT, also direkt an der Station, und da kann ich auch remote-mäßig machen, mir so das Uplink-Spektrum anschaue. Und hier sieht man die weiße Kurve, die ist höher als die grüne. Das ist der gemittelte Empfangswert von der A- und der B-Antenne. Also die weiße Antenne, die hat irgendwas. Ja. Und dann kann man dann ein bisschen näher schauen und die Leistung aus- und anschalten. Und letztendlich wird dann in diesem Fall, das ist eine Intermodulationsstörung. Hier hinten sieht man zum Beispiel, da ist noch ein kleiner 800 MHz Kopfhörer. Ja, der ist im Bereich, der gehört auch nicht hin. Sowas kann ich dann sehen. Wenn ich das nicht sehen kann, dann muss ich mir irgendwie einen Zugang zu einer Schnittstelle schaffen. Das geht dann, wenn so eine Technik einen Testport hat, geht das mit dem Spektrumlaser am Testport. Da die Baugruppen meistens oben hängen, muss ich dann mit dem Spektrumlaser hochkrabbeln. Ja, da oben gibt es dann auch keinen Strom und wenn es regnet, ist es nass und so. Ja, oder wenn ich eine Baugruppe habe, die keinen so einen Testanschluss hat, dann kann man sich so einen Feder mitnehmen, kann das in die Antennenleitung einschleifen. Das braucht natürlich dann auch wieder Strom, da ist ein Verstärker dran und der Speckigstrom. Und so 3 Tage mal nach einem Störer da oben suchen, das ist nicht so ganz möglich. Als weitere Methode gibt es für Techniken, die unterstützt werden, die RFV-Beobsein-Methode. Ich habe zwischen dem Remote-Head vom Radio, das oben am Turm hängt, und dem Systemmodul unten am Boden, habe ich eine Glasfaser. Und auf dieser Glasfaser läuft nicht irgendein IP, sondern da läuft das SIPRI oder Obsein-Protokoll, und dieses dient dazu, ein Frequenzband, was von dem Frequenz- in den Zeitbereich transformiert wurde, über eine Fast-Fourier-Transformation zu transportieren. Und wenn ich dann mich auf die Glasfaser aufstecke, ich da also so einen optischen Splitter hineintue, dann kann ich mir ein bisschen Informationen aus der von oben nach unten gehenden Faser herausholen. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann mir ein Messgerät diese Sache noch anzeigen. Das sieht dann ungefähr so aus. Ich sehe dann natürlich nur den Frequenzbereich und die Antenne, die ich dann aus diesem Datenstrom ausgewählt habe. Das ist so das Angenehmste, was man so machen kann. Man muss allerdings dafür, weil ich ja den Splitter einbauen muss, muss man die Zelle kurz außer Betrieb nehmen. Das ist dann für den Kunden nicht so schön, aber die läuft dann nachher wieder. Ein paar Quellen, so aus dem richtigen Leben, ja, das ist im GSM 900-Bereich. Was man da sieht, ist ein Wasserfalldiagramm. Dieses Wasserfalldiagramm zeigt so eine Spektrumanalyse wie hier unten. Nachher als Historie. Ja. Wo blau ist, ist halt das Wasser tief oder das Rauschen niedrig. Und wo es halt gelb und rot wird, sind die Pegel hoch. Ja, das kann man sehr gut sehen. Solche Analysen über Uplink-Störer ohne ein Wasserfalldiagramm sind heutzutage sehr, sehr schwierig, weil die wenigsten Störungen sehen so aus wie die. Also kontinuierlicher Träger mit einem kontinuierlichen Videosignal. Das war dann so Video-Babyphone, die eigentlich normalerweise für den amerikanischen Markt gebaut sind. Die Dinger sind übrigens extrem stark, ja, die gehen 30 Kilometer weit.
mein überzeugendes Argument zur Abschaltung bei den Kunden ist dann immer, jeder, der so ein Gerät hat, kann dann auch durchaus sehen, was Infrarot beleuchtet im Schlafzimmer abgeht. Ja, die laufen ja 24 Stunden. Was immer ein Argument war, sowas dann eben nicht mehr zu benutzen. Hat bisher immer funktioniert. Was auch eine Störung ist, sind irgendwelche aktiven Antennen. Ja, aktive DVB-T-Antennen. Wenn die halt gut in der Sonne stehen und schön heiß werden, dann fangen die plötzlich an, so einen wunderschönen Träger zu produzieren, der dann über das Frequenzband wandert und da je nachdem, wie die Sonne steht, dann mal bei dem Mobilfunkbereich vorbeischaut oder eben nicht. Auch eine Störung sind verirrte Deckbasisstationen. Ja, heutzutage binden ja viele Leute ihre Deck-Handhelds an irgendwelche anderen Basisstationen und benutzen dann halt diese Ladeschale, die ja eigentlich noch einen Decksender beinhalten, nur zum Laden. Und wenn die dann halt ein bisschen kränklich sind, dann meinen sie, dass sie irgendwo in einer ganz anderen IAU-Region wären, also da, wo sie geboren wurden in der Regel. Und das passt dann eben nicht so ganz mit unseren Frequenzbereichen und die treffen wir dann im UMTS-Bereich sehr häufig wieder an. Vodafone hat das sehr viel Spaß mit. Will jetzt nicht so. Ja, man kann sie gut sehen. Also sie haben einen wunderschönen Fingerprint. Ja, wenn man im Cirrus-Band-Modus sich das Ding anschaut, dann kommt er alle 0,1 Millisekunden, kommt ein Burst und dann kann man davon ausgehen, ich suche und deckt. Ja, das sehe ich sofort schon, wenn ich... braucht man gar nicht einen Turm zu fahren, sondern kann er sich gleich auf die Suche nach Deck machen. Das ist übrigens relativ einfach, die Dinger sind ziemlich stark. Was ein bisschen schwieriger ist, sind so APs, irgendwelche Wi-Fi Access Points, die entweder Nebenmastsendungen machen oder sich im Land geirrt haben. Deswegen, ja, die machen halt nicht so ein schönes Signal, sondern man sieht eben dort Pulse. Das ist ein OFDM-Signal und das macht sich dann im Wasserfalldiagramm häufig so als so eine Treppe bemerkbar. Und da kann ich schon sehen, das gehört hier nicht hin. Und wenn ich dann auch wieder ein Cirrus-Band mache, ich gehe also auf das Signal, schalte den Band von irgendwas auf 0 um, dann habe ich eine zeitliche Darstellung, dann erkenne ich die, dass die alle 50 oder 100 Millisekunden pulsen und dann weiß ich, ich suche irgendwas mit Wi-Fi zu tun hat. Oder, auch sehr gern genommen, vergessene Hausantennenverstärker. Freundlicherweise machen die wieder einen schönen Träger, ja, der allerdings häufig auch verrauscht ist und weil die Dinger ja dann freischwingen, ist ein Verstärker, Oszillation, die wandern auch halt über die Frequenz. Das heißt, die sind möglicherweise heute da und morgen sind sie dann irgendwo anders hingewandert. Aber die gibt es relativ häufig. Ja, die Leute sind immer ganz verwundert, wenn ich dann sage, da oben, da muss ich hin. Und die wundern sich dann, ach, guck, da ist er, ganz vergessen. Genau. Das letzte, was ich hatte, war so ein drahtloser Kopfhörer. Die sind ja etwas oberhalb vom LT800 MHz-Bereich normalerweise. Und wenn die anfangen zu spinnen, dann machen die hier so ein übles Spektrum, was dann leider Gottes eben den Uplink der Basisstation so beeinflusst. Und dieses Spektrum hat dazu geführt, dass die Voice-Qualität in LTE gehend, also der Funkteilnehmer merkt davon selber nichts, sondern die andere Seite, dass die halt ziemlich mies war. Ja. Noch was, so eine Kamera. Es gibt Kameras mit irgendeiner Anbindung, kann auch Wi-Fi gewesen sein, die rauschen, was das Zeug hält. Ja. Und da hinten, da steht der Turm, Line of Sight, der guckt, wo ist mein Punkt, der guckt da genau auf diese Kameras drauf. Ja, schalt mal jetzt so 20 Kameras an der Tankstelle ab, ja, wo die ihre Sicherheit drauf aufbauen. Was ich auch mal hatte, waren Testsender, die von irgendeinem Subunternehmer hingestellt wurden. Da kann man, wenn man die richtigen Frequenzbereiche benutzt, dann so eine Versorgungsmessung mitmachen, ist durchaus okay. Wenn ich die allerdings dann in den Uplink-Bereich hineinstelle, ja, und die Frequenzen senden im Uplink und das dann die Basisstationsantenne, dann ist der Empfänger etwas übersteuert. Also man kann schon mal einiges erleben. Jetzt kommen wir zu dem etwas kritischen Kapitel. Nicht lizenzierte Repeater oder nicht zugelassene Repeater. In Deutschland ist die Rechtsprechung so, dass nur der Netzbetreiber senden darf. Ja, jetzt ist der Begriff Senden, beinhaltet in Deutschland auch das Verstärken. Also wenn ich dann eine
ja, eine Basisstation aufnehme und verstärke die dann, gehört das auch mit dazu. Deswegen sind diese Dinge eigentlich bei uns verboten. Zu Recht. Es gibt gute und schlechte. Ja, die schlechte kann man bei eBay kaufen. Kosten auch nicht viel. Und die sind deswegen eben schlecht, weil die rauschen. Die rauschen wirklich. Und wenn jemand so einen Repeater bei sich im Betrieb hat und weiß nicht, was er dort tut, irgendwann stehen wir vor der Tür oder die Bundesnetzagentur, wenn der irgendwelche Nebenaussendungen macht. Weil in der Regel richten die Leute den ja mit ihrer Außenantenne direkt auf die Basisstation aus. Ne? Das ist dann schon mal genau getroffen. Es gibt dann auch professionelle Installationen von solchen Repeateranlagen. Ne? Hier so zwei Antennen. MIMO-mäßig, gucken direkt auf dem Blech. War auch am Schwingen, das Ding. Man könnte jetzt sagen, passive Repeater, ja, da mache ich nichts falsch. Stimmt, kann man bauen, habe ich mal ausgerechnet. Wenn ich also so einen normalen, relativ guten Empfang außen habe und möchte dann im Keller vielleicht noch irgendeine Versorgung hinbringen, ja, dann geht das schon, aber ich darf mich mit meinem Endgerät nicht allzu weit von meiner Kellerantenne entfernen. Ja, so ein Meter und danach wird es schwierig, weil ich habe zweimal die Funkfelddämpfung drin. In dem Foliensatz ist hinten im Anhang noch so eine Funkfeldberechnung drin. Da kann man dann relativ gut, wenn man sich so ein Bild malt, auch die verschiedenen Funkstrecken ausrechnen. Und kann man, wenn das dB nimmt, dann aufeinander zählen, einfach addieren und dann kommt man auf solche Werte. Auch ein übles Thema sind Jammer oder Handykiller. Normalerweise soll ja ein Handykiller im Downlink stören, also der soll die Downlink-Signale einer Basisstation stören, sodass die Endgeräte, die sich jetzt in der Nähe befinden, kein Netz mehr finden, also die Broadcast-Stände nicht mehr dekodieren können. Leider Gottes sind diese Dinger in der Regel nicht so teuer, sodass die halt nicht so scharfe Filter drin haben, das heißt, die gehen auch runter in den Uplink. Ja, die hört man dort auch ganz gut. Und so ein Jammer ist durchaus ziemlich stark und die Netzbetreiber kriegen das mit, wenn der im Uplink stört. Das ist dann für den Betreiber des Jammers nicht so besonders schön, weil das ist dann gleich vom Staatsanwalt. Wenn die Bundesnetzagentur da ist, dann kostet das 1.500 Euro, ist mein letzter Stand, einfach für den Einsatz der Bundesnetzagentur und den Rest entscheidet der Staatsanwalt. Also vorsichtig damit, kann man auch gut kaufen. Ja, gibt es Handykiller bei einigen Webseiten. Ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, steht da noch nicht mehr dabei, dass man die eigentlich nicht betreiben dürfte, sollte. Ja, bei einigen steht es dabei. Ich würde also von dem Betrieb von solchen Handykillern abraten. Ja, also insbesondere, wenn man dann eine Gegend trifft, wo also auch noch Publikum draußen rumläuft. Im Keller unten, wenn ich einen abgeschirmten Keller habe, kann ich im Prinzip machen, was ich will, aber so wenn ich dann irgendwelchen öffentlichen Grund betrete, damit störe, dann ist es nicht so gut. So, Interferenzsuche. Wie komme ich jetzt auf die Interferenz? Wenn ich irgendwie festgestellt habe, da ist ein Störer drauf, ich sollte mir irgendwie schon mal eine Vorstellung machen, wo jetzt eigentlich meine Störquelle sitzen kann. Das ist ganz gut, wenn man zur Antenne hochgeht und mal so über die drüber peilt, ja, wo könnte jetzt die Störquelle sitzen, damit man schon eine Vorstellung davon hat. Ich persönlich fahre dann mit einer Rundstrahlantenne oder mit einer omnidirektionalen empfangenden Antenne durch die Gegend, das ist die kleine. Die empfängt dann nicht nur horizontal, sondern die empfängt auch ein bisschen was, wenn ich durch einen Straßenzug durchfahre, auch aus den oberen Stockwerken. Und erst dann, wenn ich die Störquelle gefunden habe, also mit dieser kleinen Antenne, dann gehe ich hier und gehe mit einer Richtantenne bei und suche, wo die Störquelle sitzt. Die Bundesnetzagentur macht das ein bisschen anders, die hat auch ein paar bessere Mittel als ich. Ich habe ein Spektrum neu, so eine Antenne, aber damit funktioniert das durchaus auch. Für den Hausgebrauch, ja, Spektrumanalysatoren sind relativ teuer. Kann man sich dann so einen RF-Analyzer mit so einem RTL-Chip bauen. Das ist so der kleinste Spektrumanalyzer, den ich zu Hause habe, wobei der von der Empfindlichkeit auch entsprechend klein ist, also ziemlich mies. Aber er funktioniert. Funktioniert allerdings auch nur so zwischen 70 MHz und 1,7 GHz, weil diese Sticks halt nur dafür gebaut sind. Friederike hat da was gemacht vorgestern, war ein Talk über SDRs. Gut, für einen Rechner gibt es ein bisschen größere Sachen. Ich
nutze es selber SDA Sharp oder RSpy, das sieht man dann bei LTE im Downlink sogar die einzelnen Subcarrier. Ja, oder halt andere Sachen, ne? Repiata, HackRF und so weiter, kann man alle dafür benutzen, zum Teil könnt ihr auch senden. Ich habe noch ein Thema, passive Modulation. Beschäftige ich mich seit 25 Jahren mit. Passive Modulation ist eine quasi Störung, die nicht extern ist, sondern die in der Antennenanlage passiert und ist abhängig von der Leistung. Eine passive Modulation kommt daher zustande, dass wir heutzutage fast ausschließlich mit gemeinsamer Sendeempfangsantenne arbeiten. Also Mobilfunk geht im Downlink mit einer relativ hohen Leistung hoch in Richtung Antenne. Mit der gleichen Antenne, mit dem gleichen Kabel empfangen wir dann ganz schwache Mobilfunksignale. Und diese ganz schwachen Signale, ja, die sind halt durchaus 150 dB schwächer als wie mein Sendesignal. Also 150 und mehr, das ist eine Zahl mit 15 Nullen. Also die Differenz ist gewaltig. Und wenn sich dann durch diese Downlink-Leistung irgendwas im Antennenpfad bildet, ja, das gibt Mischung oder Corona-Effekt, eben durch solche vergammelten Stecker, gerissene Kabel und sowas, dann kann es dazu führen, dass ich im Ablink plötzlich Störsignale habe oder ganz viele Störsignale. Hier sieht man so die beiden, das sind Mischungen. Ja, die kann man ausrechnen, das sind diskrete Frequenzen, hier ist ein Mischprodukt und da ist ein Mischprodukt. Mit abnehmender Ordnung werden sie schwächer und was hier als breites Rauschen zu erkennen ist oder hier unten als breites Rauschen zu erkennen ist, das ist so eine Art Corona-Effekt. Da fehlt mir allerdings noch so ein bisschen die physikalische Erklärung dazu. Eine Mischung kann man relativ einfach erklären. Ja, man braucht eine unlineare nulllinearer Widerstand, am besten eine Oxidschicht auf dem Stecker. Ja, das ist dann so ein unlinearer Widerstand, der hat eine spannungsabhängige Übertragungsfunktion und wenn sowas eine verbogene Übertragungsfunktion hat, dann bilden sich damit quasi Oberwellen. Diese Oberwellen kann man gut ausrechnen oder Mischprodukte kann man gut ausrechnen. Erstmal zwei Grundfrequenzen, Frequenz 1 und 2 und dann bilden sich dann dritte Ordnung, fünfte Ordnung, siebte Ordnung, können sich dann in den Modulationsprodukte bilden. Und die können sich dann teilweise sogar überlappen. Ja. Wenn unser LTE-Signal 20 MHz breit ist, werden die in den Modulationsprodukte natürlich auch 20 MHz mindestens breit. Ich habe bei GSM mal so einen wunderschönen Fall gemessen. Ja, hier befindet sich der Broadcast-Channel. Da. Und hier befindet sich ein Traffic Channel auf der gleichen Antenne. Und wenn ich die beiden nehme, dann ist äquidistant nach unten das IM3, sehe ich jetzt nicht. Weil äquidistant. Es nicht von der Basisstation ist in der Basisstation. Oh mein Gott. Hier habe ich das IM5, das IM7, das IM9, das sehe ich dann wieder bei mir in der Basisstation, das IM11, das IM13 oder das IM15. Da war ein Jumper kaputt, aber man kann das hervorragend sehen. Das ist ein Beispiel aus dem Lehrbuch für eine Mischung. Für so eine Innermodulation. Bei breiten Signalen, bei GSM geht das noch, der Kanal ist relativ schmal. Bei breiten Signalen werden natürlich die Mischprodukte dann viel breiter, man kann die kaum noch miteinander voneinander unterscheiden. Das zweite ist der Corona-Effekt, also dieses Aufrauschen unten. Da beobachte ich, dass dieses Rauschen besonders dann passiert, wenn ich gerissenes Kupfer habe, wenn ich scharfe Kanten und sowas in meiner Antennenanlage drin habe oder Späne im Stecker oder Bauschaum in dem Stecker geht auch, so brandhemmender Bauschaum. An diesen scharfen Kanten bildet sich dann offenbar so eine Ionisation, wobei eine Ionisation, ja, wenn die Elektronen da von dem Elektronen, von dem Atom wegfliegen und kommen wieder zurück, das kann es eigentlich nicht sein, weil die ausgestrahlte Frequenz sind keine 900 MHz. Also es kann eigentlich nur was anderes sein oder ich tippe auf eine Kernresonanz. Aber wenn da jemand Ahnung hat oder jemanden kennt, der Ahnung hat, kann gerne mit mir Kontakt aufnehmen, um dieses Phänomen nochmal zu erklären. Ja, das kann dann durchaus so aussehen, dass wir eben solche starken Rauscherhöhungen haben, wenn so eine Innermodulation auf LTE ist. Also diese Antenne, die empfängt, außer ihrer eigenen Innermodulation kommt noch was. Gut, auf verschiedenen Frequenzbändern gibt es auch Innermodulationen.
Wenn ich zum Beispiel das Telekom-Band nehme und schaue, wo die Emulationsprodukte bei 900 MHz hinfallen, ja, dann fallen hier die GM7s rein. Ja, ist okay, sind ein bisschen schwächer als wie die GM3. Wenn ich allerdings eine Multiprovider-Antennenanlage betrachte, ja, dann sieht das Ganze anders aus. Da haben wir dann Frequenzen ganz unten, Frequenzen ganz oben, die sich miteinander mischen können. Das heißt, hier die Netzbetreiber Telekom und Vodafone bei einer Multiprovider-Anlage, die kriegen die Emulationsprodukte der dritten Ordnung ab, die sind die stärksten. Ja. Da muss man also, ich habe ein bisschen was gegen so Multiprovider-Anlagen, weil die halt diese Gefahr bergen. Ich habe noch so ein bisschen was mit einem Smartphone, wie ich jetzt diese Uplink-Downlink-Symmetrie mit dem Smartphone auch für zum Nachhause nehmen, zu Hause mal prüfen, zu Hause mal checken, ob die Uplink-Downlink-Symmetrie funktioniert. Das habe ich jetzt für drei verschiedene Dienste oder für drei verschiedene Sachen für GSM, UMTS und LTE mal aufgeschrieben. Das erste ist, ich muss erstmal einen dezidierten Call aufbauen. Also keine Datenverbindung, weil eine Datenverbindung, ja, wenn viele Daten gesendet werden, dann geht die Sendeleistung des Endgerätes natürlich hoch. Ich brauche eine schöne Verbindung, am besten einen Voice Call. Und wenn ich den Voice Call aufgebaut habe, ja, dann kann ich bei GSM zum Beispiel in dem Monitor von S7, also diesen Samsung-Geräten, kann ich hier einen Empfangspegel sehen, ja, und meine Sendeleistung. Und wenn ich diese beiden ins Verhältnis setze, dann kriege ich ungefähr raus, mit dem Empfänger ist es okay oder eher nicht. Das hat natürlich, hängen noch ein paar Parameter der Netzbetreiber mit dran, aber man kann das durchaus so machen, wenn man die gleichen Parameter hat wie wir, dann haben die meisten, da korreliert das. Je schlechter mein Empfangspegel ist, wo ich bin, umso stärker muss ja mein Endgerät zurücksenden auf dem Rückweg. Ja, wenn man das dann in der Tabelle ausrechnet, dann kommt man auf solche Werte. Das Ganze geht auch mit UMTS. Da betrachten wir den CPIC, den Common Pilot Channel. Das ist in UMTS so quasi der Pilotkanal, der die Feldstärke von der UMTS-Zelle angibt. Und hier befindet sich dann die Sendeleistung. Und bei UMTS korreliert das 1:1. Ja, das ist ein Wesen von UMTS. Also da kann man als Netzbetreiber nicht viel dran rumschrauben, sondern das ist bei UMTS so. Bei LTE geht das auch. Da habe ich noch die Sachen von LTE mit den Referenzsignalen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir ein Referenzsignal messen können. Referenzsignal bei LTE sind so etwa 15 dBm. Das ist nicht viel, aber das sind ja nicht, ist ja nicht nur eins, sondern es sind ja ganz viele. Deswegen sind die Empfangspegel auch sehr niedrig. Und wenn ich diesen Empfangspegel von den Referenzsignalen nehme und dann mit meiner Sendeleistung korrelieren lasse, dann kann ich auch so ungefähr schauen, ob der Empfänger der LTE-Basisstation nach dieser Tabelle funktioniert. Natürlich kann das Endgerät keine 50 dBm, ja, ich habe das ausgerechnet, und muss man natürlich dann sinnvolle Werte rausmachen. So, das war mein Talk zum Uplink und den Problemen und Störungen, die dort auftreten können und wie man so ein bisschen auch mit Hausmitteln so drauf schauen kann, ob das alles okay ist. Bedanke mich fürs Zuhören und habe jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen. Warte, ich hab schon Obsidian dabei, oder? Boah, ich öffne immer diese Kackkiste. Gibt's denn Fragen? Kann ich mal Saallicht haben für... Ach, dann fangen wir direkt mit dem Mikrofon 1 an, würde ich sagen. Ja, sagen wir mal, ich habe jetzt rausgefunden über zum Beispiel diese App oder diese Analyse, die wir gerade gesehen haben, dass da was nicht stimmt. Wie melde ich das denn am besten? Weil der First-Level-Support mich meistens eher abwimmeln möchte mit, ja, dein Endgerät ist halt scheiße oder sowas. Ja, die gehen natürlich erstmal von den normalen Kundenproblemen aus, SIM-Karte kaputt und so weiter, Endgerät nicht eingeschaltet. Wenn man mit... Ihr lacht. Wenn man mit genügend Informationen kommt und denen erklärt, ich habe dies und das festgestellt, dann geben die das auch an Field Service eher weiter. Ist lange... Okay. Und die 8 bitte da hinten. Habe ich das vorhin richtig verstanden, dass das Netz dem Telefon sagt, ab wann die Qualität nicht mehr ausreichend ist und das Telefon das Netz, also die Zelle verlassen soll? Es gibt da ganz viele Sachen beim Mobilfunk, aber das Wichtigste, was ich Ihnen vorhin erzählt habe, war, die Zelle sagt, wenn du mich mit dem Empfangspegel von zum Beispiel GSM minus 106 empfängst, dann ist es noch okay. Wenn du einen Empfangspegel von mir hast von minus 107, dann verlasse mich. Bedeutet
Das ist ein Parameter, der steht im Broadcast-Channel. Meines Erachtens sind diese Werte viel zu niedrig angesetzt, aber die sind europaweit so. Das sind Empfehlungen von den Systemtechnikherstellern. War das die Frage? Bedeutet das, dass quasi das Netz bestimmt, wie viel Balken am Telefon angezeigt werden? Nein, das macht das Telefon selbst. Die Balken, die generieren sich aus dem ASU-Wert und da macht jeder Endgerätehersteller so seine fast eigene. So, also der 5 Balken haben wir durchaus bis einen relativ schlechten Pegel, also bis etwa minus 80 dBm und dann geht das dann runter bis auf 1. Es gab früher bei GSM Basisstationen, die haben dann mit 50 Watt gesendet. Besonders an den Grenzen hat man die gerne eingesetzt, um die Ohme zu fangen. Und da muss man natürlich darauf aufpassen, dass dann die Endgeräte auch nicht jetzt bis ganz hinten, bis die Zelle ganz schlecht ist, weil dann kommen sie im Leben nicht mehr zurück, sondern da hat man diese Einbruchgrenzwerte erhöht, die standen auf minus 98 dBm oder sowas, um das zu kompensieren. Und das hat dann dazu geführt, dass der Kunde 2 Balken hatte, ja, und dann nach den 2 Balken war dann gleich 0. Wir haben eine Frage aus dem Netz. Sind euch schon mal IMSI-Catcher aufgefallen, beziehungsweise kann man diese aufspüren? Ich habe noch keinen aufgespürt. Handykiller, Jammer, die von den Behörden für Sicherheit aufgestellt wurden, schon, ja. Aber im Sicherheit schon mal nicht. Die kann man auch schlecht sehen, die machen keine Ablenkstörung. Mikro 7, bitte. Hi, was für Befugnisse hast du, die Störquellen abzuschalten, gerade wenn sie im Privathaushalt irgendwie zu finden sind? Ich persönlich als Mitglied eines Netzbetreibers habe gar keine Befugnisse. Ich kann freundlich klingeln und sagen, bei jedem im Dachgeschoss, da ist wahrscheinlich ein Verstärker, der nicht läuft, und dann können die Leute mich reinlassen oder nicht. Meistens, meine Erfahrung ist, sie lassen mich rein, sind sehr freundlich in der Regel. Erstaunlicherweise, Dankeschön auch allen bisher Besuchten. Weil die meisten Leute wissen gar nicht, was da vorgeht, dass sie überhaupt zum Teil haben und dass das Störungen machen könnte. Da, wo ich nicht reinkomme oder wo es schwierig wird, das ist ein Anruf bei der Bundesnetzagentur und je nach Schwerefall stehen die dann innerhalb von ein paar Stunden da, zur Not auch mit der Kripo. Die 1 bitte. Wie ist denn das eigentlich mit so selbstgebauten Antennen und sowas? Also wir bewegen uns ja mit WLAN durchaus auch nah an Bereichen, wenn Leute da Antennen falsch bauen oder sowas. Könnte das ein Störer sein? Kommt das vor? Nein, das habe ich noch nicht gehabt. Wenn, dann ist es tatsächlich die Hardware, die in den Geräten spinnt, die dann plötzlich auf Frequenzbereichen rumsteckt. WLAN darf sowieso nur mit 100 mm EAP gefahren werden. Das heißt, so eine Richtantenne ist sowieso ein bisschen dubios, aber gestört haben sie und haben die bei uns noch nie. Also da allein die Antenne oder die Tatsache, dass eine Antenne dran ist, nein. Und Mikro 5 bitte. Noch eine kurze Frage. Wir haben Bilder gesehen, so mit 8, 12 so Antennen dran. Da sind vielleicht nochmal 3, 4, 5 drin. Was ich bis heute nicht verstanden habe, wie viele aktive Verbindungen kann man damit fahren? Also wird dann eine Subantenne mehrfach verwendet oder wie kann man sich das vorstellen? Man hat ja dann teilweise Tausende von Leuten, die da drin hängen. Wie viele Verbindungen kann ich fahren? Eine gute LTE-Zelle schafft durchaus 100 gleichzeitige Datenverbindungen, nahezu unendlich viele passive Endgeräte, ja nicht unendlich viel, aber eine sehr hohe Zahl. Also wenn wir jetzt alle hier im Raum sitzen und machen keinen Traffic, dann sind wir ja quasi nur ein Datensatz, mehr nicht. Es ist unheimlich schwierig. UMTS schafft zum Beispiel auf den 5 MHz, auf so einem 5 MHz Kanal rein theoretisch etwa 120 Calls. So, mit 5 MHz, 120 Calls kann man sich dann ausrechnen, wenn ich eine LTE-Zelle mit 20 MHz fährt, sind jetzt ein paar mehr. So ungefähr die Größenordnung. Da wir allerdings High-Quality-Voice machen, dann brauchen wir ein bisschen mehr Datenplatz, reduziert sich die Zahl wieder ein bisschen. Das kann man als Netzbetreiber allerdings dann adaptiv machen. Das heißt, wenn ich viele Calls habe, was bei LTE gar nicht so der Fall ist, weil die Daten sind das Problem, da kann ich dann halt die Qualität der Calls runtersetzen und das macht die Systemtechnik automatisch dann, um dann Platz zu schaffen für Daten. Aber es wird eigentlich kaum noch Telefonie. Telefonie ist eigentlich relativ unwichtig, Daten ist wichtig. Ja, wenn Datendienst ausfällt, ist eher oder man als wie bei Voice weg ist. Ganz weit draußen ist Mikro Nummer 3. Ja, ich frage wegen dem Polizeifunk. Kann der denn teilweise auch Ähnlichkeiten
eines der Schwierigkeiten hat und kann ja vor allem auch auf der technischen Seite zum Beispiel mehr Sendeleiter zur Verfügung haben und dergleichen. Nochmal, der Polizeifunk und der hat was für Techniken? Ja, ob inwiefern dort die Störempfindlichkeit eine ähnliche Sache ist und ob man da zum Beispiel durch Sendeleistung entgegenwirkt, bei Veranstaltungen etwa. Nee, mit Sendeleistung im Downlink nütze ich ja, wenn ich die Sendeleistung erhöhe, dann mache ich dadurch keine Kommunikationsverbesserung. Also letztendlich, außer ich muss dann hinten vielleicht die Einbruchgrenzwerte verringern. Polizeifunk habe ich keine Ahnung, die sind allerdings in einem Frequenzbereich, wo so Corona-Effektstörungen durchaus gerne vorkommen. 400, 500 MHz, leider. Stören tun sie uns nicht. Und die 2 bitte. Gibt es dann im Mobilfunknetz auch dieses Sticky-Client-Problem, was wir ja im Wireless LAN auch haben? Oder was ist das? Dass der Client kleben bleibt in der Zelle, obwohl er eigentlich einen schwachen Empfang hat, aber nebenbei eine stärkere Zelle zur Verfügung hätte. Ja, das ist bei LTE durchaus der Fall, dass ein Telefon in der 1800er Zelle bleibt, obwohl eine 800er Zelle zur Verfügung stünde. Da müssen wir jetzt alle Netzbetreiber nochmal mit den Parametern ein bisschen mal. Mach die 2 doch nochmal auf, kurz für Nachfrage. Gibt es da schon Mechanismen? Also ich kann mir jetzt vorstellen, in der Stadt, in Ballungsgebieten ist das ja ein Riesenproblem. Es gibt Mechanismen, die in der 3GBP sogar spezifiziert sind, wie ich das Endgeräte-Handling mache, also dass das Endgerät dann vielleicht sogar eher auf dem 800 MHz Träger parkt und wenn es eine Datenverbindung hat und der Kunde steht auf und geht mit dem Fenster, dass ich dann auf 1800 problemlos hochgehe. Das erfordert allerdings breitflächig gleiche Systemmodule für alle LTE-Frequenzen, die haben wir noch nicht überall. Die Netze werden auch umgebaut. Ist aber ein guter Fluss. Und die 3 nochmal. Vielen Dank für deinen Blick in deine Arbeit. Bislang ist mir nämlich zugetragen worden von anderen Providern, dass aufgrund der sich ständig weiterentwickelnden Technik, der hohen Komplexität, Field Service runtergefahren wird. Das heißt, bei Problemen oder bei Inbetriebnahmen fährt dann Huawei oder Ericsson selber vorbei und parametriert das alles und es gäbe angeblich bei den Providern Personal wie dich eigentlich gar nicht mehr. Kannst du da was dazu sagen? Der Field Service ist von oben betrachtet, tauschen wir Baugruppen. Und aus diesem Grund haben sehr viele Netzbetreiber in Europa, ich glaube alle bis auf die Telekom, diesen Dienst ausgelagert. Es ist nicht unbedingt die glücklichste Lösung, nach meiner Erfahrung. Die Telekom hat das Gott sei Dank noch nicht getan, wird es auch nicht tun. Und wir können damit ein bisschen flexibler auf sowas reagieren. Also ist ein Vorteil, wenn man das quasi noch im eigenen Laden hat und kann dann auch auf solche Probleme reagieren, weil das ist ja mit dem Baugruppentausch, ist ja sowas nicht repariert. Aus dem Netz kommt noch eine Frage. Ja, da gibt es noch mal eine Frage zu den Handykillern. Wie schnell wird auf so einen Handykiller durch euch oder durch die Bundesnetzagentur reagiert? Eine typische Technikerantwort, es kommt darauf an. Also wenn sich keiner beschwert, und wenn keine Ablenkstörungen vorliegen an der Basisstation, dann merkt das erstmal keiner. Es kommt allerdings durchaus vor, dass sich Kunden beschweren und wenn das dann mehr als einer sind und die sagen, ich vermute hier, dass, also gestern ging die Versorgung noch, jetzt wenn ich hier zur Tür reinkomme, ist sie weg, ich vermute einen Handykiller, dann kann das auch durchaus relativ schnell gehen. So, und damit kommen wir zur letzten Frage und die kommt von Mikrofon 1, bitte. Inwieweit war in deiner Erfahrung andere Funktechniken oder andere Kommunikationstechniken, die eigentlich gar nicht funken sollen, aber auch sehr hochfrequent arbeiten, eine Störquelle? Also ich denke so an Coax-Kabelnetze oder vielleicht Powerline-Communication, solche Sachen. Die Coax-Kabelnetze machen uns sehr viel Freude. Gott sei Dank ist der Ausbau noch nicht so weit, aber die kommen jetzt. Kabel Deutschland belegt also die oberen Frequenzen mit digitalen Signalen. Wir sehen die durchaus im Uplink und haben ein gewaltiges Problem damit. Sofern die Anlagen, die in den Häusern verlegt sind, nicht den Richtlinien entsprechen, wie sie eigentlich sollten. Wir haben zum Beispiel eine ganze Reihenhaussiedlung
in Frankfurt, die solche Probleme macht, die also wirklich strahlt im 800, 900 MHz Bereich, da hat dann der Installateur hat immer nur den Innenleiter von dem Coaxialkabel angeklemmt, Außenleiter kommt nicht. Ja, das war ein schönes Schlusswort. Peter Schmidt, vielen Dank. Ja, das war doch ein interessanter Talk. Ich habe echt viele Sachen nicht verstanden. Der ist schon so ein bisschen in seinem Fachjargon und ich habe also wirklich noch nie damit irgendwas gemacht. Keine Ahnung, wie viel ihr mitbekommen habt. Aber das ist auf jeden Fall irgendwie ein sehr sympathischer Typ, sehr entspannt. Ja. Und ich erkenne ihn auf jeden Fall wieder, wenn er dann mal bei mir vorbeischaut, weil ich vergessen habe, meine Mikrowelle auszumachen. Oh Mann, hey. Stell dich mir vor, bei euch klingelt so ein Dude und sagt, yo, ihr strahlt zu viel, lasst es mal. Würdet ihr so jemand reinlassen? I don't know. Ich meine, das kann ja jeder sagen, oder? Also, wenn der mir jetzt irgendeinen Ausweis vorhält von Telekom oder so, ich wüsste nicht, wie ich das verifizieren soll. Aber wie er meinte, sind doch alle immer recht positiv dem gesinnt und machen auf. Also vielleicht kann man da mal eine Social Engineering Aktion starten und bei ein paar Leuten einfach klingeln und sagen, hier strahlt irgendwas, wir müssen das ausmachen. Und dann, keine Ahnung, irgendeine Malware installieren oder so. Nein, ich rufe hier natürlich nicht zu illegalen Aktionen auf, aber ich meine nur, also anscheinend ist da nicht so viel Bewusstsein da, aber ich habe keine Ahnung, wie das ablief. Vielleicht waren die auch alle super skeptisch und haben den nur reingebeten und halt wahrscheinlich nicht in irgendwelche Geräte gelassen oder so, sondern halt nur aufklärungstechnisch. Aber finde ich schon cool, also anscheinend scheint das alles gut zu funktionieren. Stelle ich mir irgendwie lustig vor, diesen Beruf irgendwie so spannend wie so Schnitzeljagd mit so Antennen da rumzulaufen und so Störsender aufzuspüren. Ja, so ganz abenteuerlich ist das wahrscheinlich dann am Ende doch nicht, aber ich denke, teilweise kann man da schon so seinen Spaß haben. Handynetze, ne? Ihr merkt schon, ich versuche hier gerade irgendeinen Schmarrn zu labern, um es ein bisschen zu strecken, weil ich gerne diese Mauer noch hochstrecken würde. Aber ja, wird wohl nichts. Ist noch ein Stückchen. Das war es dann auch wieder mal mit dieser Episode. Dieser Dauerwerbesendung für diesen Minecraft-Server, auf dem ihr ohne Regeln spielen könnt. Ohne Regeln bezieht sich halt auf so Sachen wie, ihr dürft hier hacken, ihr dürft hier Sachen bauen, ihr dürft hier Sachen kaputt machen und so weiter. Genau, es gibt hier keine aktive Administration, hier wird in der Regel keiner gebannt und ja, wenn das für euch interessant klingt, ein bisschen grenzenloses Vanilla spielen ohne World Resets, dann schaut doch einfach mal hier auf sillyhuhn.com vorbei. IP-Adresse ist natürlich auch in der Beschreibung und ist ganz entspannt. Der Server hier ist kaum was los, also ist nie voll, hier gibt es keine Queue. Und der Server wird noch einige Zeit online bleiben. Mit einiger Zeit meine ich einige Jahre, also wenn das für euch was ist, einfach eine Welt, die hier gratis für euch bereitgestellt wird, an der ihr einige Jahre rumschrauben könnt und hin und wieder mit ein paar Freunden spielen oder so, kann ich diesen Server nur wärmstens empfehlen. Klar, es ist hier ein Werbevideo und klar ist der Server hier von mir, aber ich bin eigentlich immer recht ehrlich, würde ich sagen, in diesen Werbevideos. Also ich habe ja zum Teil auch einfach den Server gemacht für mich und ich finde, es funktioniert soweit alles gut.
Ich meine, ich betreibe hier jetzt keine Magie, also es ist nichts Wildes, was ich mache. Ich hänge jetzt auch nicht so krass hier rein, aber es ist kein Kartoffelserver, der bei mir im Keller gehostet wird oder so. Der steht in einem vernünftigen Rechenzentrum, der hat eine gescheite CPU, gute Festplatten und ich habe eine Menge Speicherplatz. Das heißt, mir wird hier nicht nach ein paar hundert Gigabyte oder nicht mal nach ein paar Terabyte die Festplatte voll sein oder so, und dann muss ich die Welt zurücksetzen. Also ich bin vorbereitet für einige Fälle, die hier einfach eintreten können und dementsprechend, ja, kann man doch recht objektiv sagen, dass das für Leute, die ein entspanntes Anarchieumfeld suchen, auf jeden Fall ein Go-To-Server sein kann. Genau, bei weiteren Fragen, ich beantworte in der Regel eigentlich alle Kommentare, da ich 8 inaktive Abonnenten habe und in der Regel so im Durchschnitt vielleicht 10 Aufrufe auf die Videos, kann ich dem auf jeden Fall noch nachkommen. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge dieser Dauerwerbesendung wieder und schaut doch mal auf Lasergurkenland vorbei und gebt dem Video, das wir von der 35 C3 geschaut haben, doch einen Klick, wenn ihr das hier mitgeschaut habt. Und am besten noch ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ja, dann würde ich sagen, erster Link in der Beschreibung, schaut vorbei und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.